Spieglein, Spieglein an der Wand, was ist los in diesem Land? Es gibt natürlich Sachen, die nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Ich finde zum Beispiel, ich habe ja Verwandte in Paris, ich finde zum Beispiel, dass die Aktion der Gelbwesten, überhaupt das ganze politische Desaster, das sich in Frankreich gerade abspielt, hier viel zu wenig gewürdigt wird. Völlig im Ernst. Es gibt Berichte darüber, die sind kurz und knapp, über jeden Aufstand im südlichen Afrika wird vermutlich etwas ausführlicher berichtet. Und meine leise Vermutung ist, vielleicht will man die Deutschen nicht auf den Geschmack bringen. Andererseits, die Deutschen machen ja nicht aus nichtigen Anlässen Revolution. Sie warten wirklich auf die nächste Diktatur, um sich bewähren zu können. Dann würden sie auf die Straße gehen, aber nur, wenn Angela Merkel ihnen sagt, sie sollen es tun. Es geht vieles unter, auch die Venezuela-Geschichte. Sie wird berichtet, aber ich meine, das Schlüsselwort bei dieser Berichterstattung fällt nicht oder ganz selten, nämlich sozialistische Wirtschaft. Das Allerbeste war, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, irgendwo, ich glaube, ich habe es im Deutschlandfunk mitbekommen, irgendwo fiel der Satz, das Öl macht die Menschen arm statt reich. Das Öl ist schuld, das muss man sich mal vorstellen. Es liegt am Öl. Und das entscheidende Wort sozialistische Wirtschaft fällt dabei nicht. Der Sozialismus, so wie er da angewandt wurde, hat das Land einfach ruiniert. 2 Millionen Venezolaner haben jetzt das Land verlassen in die Nachbarländer. Das ist, würde ich sagen, eine Massenflucht. Es sind nicht mal so viele Palästinenser vertrieben worden. Und seit 60, 70 Jahren wird daran erinnert. Wer wird sich in 60, 70 Jahren noch an den Exodus der Venezolaner erinnern? Das Thema wird, glaube ich, absichtlich klein gekocht. Und worauf ich mich freue, was ich erwarte, was ich kaum noch abwarten kann, ist eine Stellungnahme von Sarah Wagenknecht zu Venezuela und den Aussichten des Sozialismus mit menschlichem Antlitz und keinen Schuhen an den Füßen, die Aussicht, die sich dadurch für uns eröffnet. Darauf warte ich. Sarah, bitte. Sarah, sag was zu Venezuela. Bitte, erfüll mir den Wunsch. Sag was zu Venezuela. Sag was, Sarah. Bitte.